Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Albip Bestwin. Wir sprechen mit dem Kommandant der Stadtwache, der hat eine Windäther-Quest für mich. Hör mal, von einem meiner Späher gibt es seit seinem Patrouillengang kein Lebenszeichen mehr. Nur der Amaro, auf dem er ausgeritten ist, ist zurückgekehrt. Unsere gesamte Truppe ist auf der Suche nach ihm, aber er ist unauffindbar. Kannst du uns helfen? Kui, kui! Brrr, halt! Der hört nicht. Was hat er denn plötzlich? Will er etwa zu seinem Reiter? Besser, du folgst ihm. Vielleicht führt er dich ja zum Vermissen. Möglicherweise ist der Kamerad verletzt und bewegungsunfähig. Nimm dieses Heilmittel der Stadtwache mit. Falls er verletzt ist, versorge damit seine Wunden. Okay, na dann folgen wir doch dem Amaro auf dem fliegenden Teppich. Aha. Der eigentlich nur ein bisschen springen kann gerade. So, wo ist der Speer? Achso, ich schau gerade mal, gibt es... Nordwest, Nordwest, Nordwest. Ach, das ist dann da oben irgendwo. Ja, schauen wir uns gleich noch an. Moment. Jetzt habe ich mir was eingefangen. Ah, da ist der Amaro des Speers. Der Amaro des Spätschrupps starrt unentwegt in Richtung Klammsohl. Kui, kui, kui! Also nochmal hinterher. Oh, die Zonuri sind schon wieder mit dran. Aber auch schon wieder weg. So, ach, und da ist er ja schon. Der Amaro schaut den Boden kauenden Soldaten sorgenvoll an. Das muss der Speer sein, von dem es kein Lebenszeichen mehr gab. Krrrr. Der Amaro schaut dich an, als ob er dir etwas sagen wollte. Verabreiche dem Speer das Heilmittel der Stadtwache. Ja, mache ich doch gerne. Hab Dank. Der Schmerz lässt wieder nach. Aber sag, was führt dich hierher? Verstehe. Man hatte sich also bereits auf die Suche nach mir gemacht. Aber überrascht bin ich schon. Ich hatte ja geglaubt, der Amaro hätte sich von den angreifenden Bestien gefürchtet und ist deswegen davon gelaufen. Dabei hat er in Wahrheit Hilfe geholt. Schlauer Kerl, auf den ist Verlass. Kui! Ich muss zurück zu dem Kommandanten und dem Kommandanten Bericht erstatten. Danke für alles. Okay, ging ja schnell. So, Nordwest ist immer noch okay. Dann gehen wir zurück. So, wir können eigentlich direkt nach Ostals Befehl teleportieren. Und bevor ich es vergesse, werde ich mir jetzt erst die Windätherquelle holen. Die war hier hinten irgendwo. Richtung Osten. Nordwest. Ist er da oben? Nee. Ah! Da hinten.
Okay, Moment. Muss ich erstmal rankommen. Mach ich am besten. Okay. Weiter Nordwest. Aber ich glaube, da müssen wir eh später noch hin. Die müsste da oben auf dem Turm sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da bist du ja wieder. Der Speer ist zurückgekehrt und hat mir alles erzählt. Danke, dass du ihn gerettet hast. Der Amaro kam also tatsächlich zurück, um Hilfe zu holen. Gut gemacht. Ihr habt euch beide eine extra Belohnung verdient. So, das wäre der erste. Aber wir haben ja noch einen weiteren Soldaten, der, glaube ich, hier irgendwo steht. Und noch einen dritten, der... Genau, drei Windäther-Quellen-Quests haben wir hier. Schonard. Hey, du da. Hast du Zeit und Lust, bei den Wartungsarbeiten am Schloss zu helfen? Wir haben gerade zu wenig Leute. Unser Quartiermeister schickt niemanden vorbei. Du musst nur die bröckligen Stellen mit dem Reparaturmörtel verputzen. Das wäre auch schon alles. Damit würdest du unserem Pioniertrupp sehr helfen. Okay, das ist alles hier an... Genau, hier irgendwo am Bereich dieses Turms. Okay. Und da müsste ja auch irgendwie... Genau. Alles oben, oder? Ja. Dann gehen wir da mal rauf. Geht's rauf? Genau, da links geht's rauf. So. Es wäre da aber schon was. Ich glaube, alles nach oben. Ah, und da ist schon die Windätherquelle. Schauen, dass wir die erwischen. Hier ist schon ein Zielort. Moment. Einmal. Und zweimal. Da ist die Windätherquelle. Jetzt geht's wieder ganz runter. Okay. Ja, doch nicht. Bringt mir aber nicht viel, oder? Geht's hier irgendwo weiter? Nein, nicht wirklich. Okay, also, dann nochmal. Ganz nach unten und wieder rauf. Ich schau nochmal auf der Karte. Ist alles, was ich machen muss? Ja, es ist alles weiter oben. Ah, Regen hat aufgehört. Wir haben wieder gutes Wetter. So, alles weiter rauf. So, okay, da müssen wir einmal hin. Der letzte ist weiter unten. Okay. Ist hier oben noch was ich dann gleich mal schauen muss? Einmal ganz nach oben noch. Oh, wie weit geht da der Turm hier drauf? Ah, ne, da wäre jetzt nur eine Quest, aber ansonsten ist hier
Nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir abwärts. Ah, hier sind wir ja richtig vom Zielort gelandet. Perfekt. Wie weit ist eigentlich die nächste? Okay, die ist jetzt weit im Osten. Okay, Moment, jetzt habe ich... Jetzt müssen wir erstmal wieder zu dem Soldaten zurückgehen, der uns beauftragt hat. Aber der ist ja gleich hier, genau. Du hast die Stellen mit dem Reparaturmörtel verputzt. Danke, du hast uns wirklich sehr geholfen. Ursprünglich wurde dieses Schloss Ostals Befehl vom Seenlandbündnis errichtet. Nach der Lichtvorlut wurde es zum Schauplatz heftiger Kämpfe gegen die Sündenvertilger. Jetzt wird es instand gesetzt, um es weiter nutzen zu können. Obwohl es ein Stützpfeiler der letzten Verteidigungslinie vor Crystarium ist, bekommen wir für die so wichtige Wartung der Anlage keine Arbeiter vorbeigeschickt. Schön, dass es noch hilfsbereite Leute wie dich gibt. Die können wir hier sehr gut gebrauchen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du uns auch weiterhin zur Seite stehst. Hier gibt es vieles, das ausgebessert gehört. Okay, dann haben wir hier noch irgendwo einen letzten Soldaten, der was für uns hat. Genau. Tiana, was hast du für uns? Dein Gesicht kenne ich ja gar nicht. Bist wohl neu hier, was? Du kommst mir gerade recht. Ich habe da einen Auftrag für dich. Bring dieses Bestellformular für Nachschubgüter zu Mynes auf Radiskas Rundturm und beeile dich. Okay, dann gehen wir zu Radiskas Rundturm. Da waren wir doch schon, oder? Das war doch... Genau, das war der Punkt, der so auf halbem Weg hierher war. So, hier sind wir in der Radiskas Rundturm. Jetzt müssen wir da nur irgendwo auch rauf. Ah, da ist ja schon der Weg nach oben. Ah, Winteretterquelle. Ja, perfekt. Wo ist noch eine? Südost. Okay. So, jetzt müssen wir aber hier irgendwo schauen. Hier müssen wir noch weiter nach oben. So. Genau. Hallo Reisende, was führt dich zu mir? Oh! Du bringst mir etwas aus Ostals Befehl? Jo, ein Bestellformular. Ein Bestellformular für Nachschubgüter? Wieso wird das von einer Reisenden wie dir gebracht? Man hat mir das befohlen. Man hat dich irrtümlich für eine neue Rekrutin gehalten und dir das befohlen? Du hast den Auftrag dennoch ausgeführt? Du scheinst ja sehr hilfsbereit zu sein. So bin ich halt. Nun, wenn das so ist... Dann habe ich auch einen Auftrag für dich. Bringe die bestellten Waren nach Ostals Befehl. Allerdings brauche ich noch etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Bis ich hier fertig bin, kannst du dich ja etwas mit den Wachsoldaten hier unterhalten. Hier gibt es sonst kaum Möglichkeiten zu zerstreuen. Die freuen sich bestimmt,
wenn mit einer mit mal mit einer Reisenden plaudern zu können. Na gut. Dann quatschen wir mal mit den anderen hier. So. Wo sind die? Ach, da ist einer. Hallo Reisende. Kannst du erraten, was dieser Wachturm ursprünglich einmal war? Ein Glockenturm. Er kündigte den Leuten, die am Seeufer wohnten, die Morgen-, Mittag- und Abendstunden an. Aber heutzutage ist sein Läuten ein Warnsignal. Wenn herumstreunende Sündenvertilger oder Banditen auftauchen, läuten wir die Glocke. Hoffentlich kommt irgendwann der Tag, an dem der Turm wieder für seinen ursprünglichen Zweck verwendet werden kann. So, dann schauen wir mal. Da ist Lebetosai. Oho, hier wird man eher selten von Reisenden angesprochen. Nun, was hältst du von unserem Wachturm? Ziemlich erbärmlicher Zustand, nicht wahr? Ist aber auch kein Wunder. Man hat diese über 100 Jahre alte Turmruine wieder als Wachturm genutzt. Weiter als Wachturm genutzt, während hier und da immer mal wieder etwas ausgebessert wurde. Ob sich der Aufwand überhaupt lohnt, fragst du? Nun, hier kreuzen sich wichtige Handelswege. Außerdem kann man von hier aus gut überwachen, ob sich Sündenvertilger nähern. Eine naheliegende Standortwahl also. Nur Unterhaltung, die sucht man hier vergebens. Okay, dann müssen wir nochmal rauf. Da ist noch jemand. Reparatur, den brauche ich jetzt nicht. Ist da hinten einer, den ich brauche? Ne, wahrscheinlich doch nochmal rauf. Ach, ganz oben. Geht noch ein Stück höher, okay. Ah. Bei Jonard. Jonard. Der Name dieses Turm, Radiska, war der Name eines der ersten Wachsoldaten hier, der vor ungefähr 60 Jahren gelebt hat. Radiska bemerkte, dass ein Schwarm Sündenvertilger im Anflug war. Standhaft harrte er hier aus und verschaffte so den Bürgern Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, bis er schließlich im Kampf fiel. Seine sterblichen Überreste fand man in diesem Turm. Seitdem wird er im Gedenken an ihn Radiskas Rundturm genannt. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu Mines. Du hast mit allen gesprochen? Gut, ich bin auch gerade mit den Vorbereitungen fertig geworden. Du musst die Ware so schnell wie möglich nach Ostals Befehl bringen. Vorher solltest du aber für deine bisherige Mahlzeit bezahlt werden. Das lese ich heute für den Stuss zusammen. Vorher solltest du aber für deine bisherige Mitarbeit bezahlt werden. Bist du auch soweit? Wenn ja, dann sprich bitte mit Reutatsch, damit er dir die Waren gibt, die nach Ost als Befehl gebracht werden sollen. Gut, mit dem spreche ich. Du bist die Reisende, die die Waren transportieren wird, richtig? Ich weiß bereits Bescheid. Nimm bitte die Holzkiste dort mit. Alle Sachen befinden sich darin. Eine Karawane, die Waren nach Amareng bringen will, macht hier gerade Zwischenhalt. Glücklicherweise hatte die alles Benötigte vorrätig. Karawanen machen hier oft Zwischenhalt und laden ihre Waren ab. Sie nutzen den Ort hier als Basislager, von wo aus die Waren an verschiedene Stützpunkte im Seenland verteilt werden. Aber genug geschwätzt. Bringe bitte diese Holzkiste mit Nachschubgütern nach Ostals Befehl. Okay, dann können wir direkt hinteleportieren zu Ostals Befehl.
Und dann bringen wir die, liefern wir die Ware ab. Oh, du bist zurück? Du hast eine Holzkiste mit Nachschubgütern dabei? Ja, habe ich. Ach, das sind ja die bestellten Waren. Ich hatte dich irrtümlich für eine neue Rekrutin gehalten. Danke, dass du uns so sehr hilfst. Unser Gruppenführer hat mich bereits gescholten, ich solle Außenstehende nicht mit solchen Aufträgen betreuen. Daher habe ich meinen Fehler bemerkt. Mir wurde von einer tüchtigen neuen Rekrutin erzählt. Da dachte ich, das seist du gewiss du. Nimm da als kleine Entschädigung diese Belohnung an. Jo. Okay, dann sind wir hier für heute auch schon wieder fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.